Moin Trader und herzlich willkommen zur 1065. Rohstoff Tagesausgabe der Formationsdata am Dienstag, dem 20. Oktober 2015, und ich kann mich nicht entscheiden, was heute Sportnachricht des Tages sein soll. Deswegen gibt es heute zwei Sportnachrichten des Tages. Wir machen es ganz schnell. Erstens, Italiens Nationaltrainer Conte muss vor Gericht, wie Justizkreise aus Italien heute meldeten, muss sich der italienische Nationaltrainer wegen Sportbetrugs vor Gericht verantworten. Er ist nämlich in einem Wettskandal verwickelt. Erste, aus meiner Sicht, Paukenschlag-Sportnachricht des Tages. Und dann könnte ich sogar noch einen draufsetzen. Andi, Supertechniker, Megaschwalbe, Heulsuse, Möller wird Ungarns Co-Trainer und verstärkt damit den aktuellen Nationaltrainer Bernd Stock bei den EM-Playoff-Spielen gegen Norwegen. Viel Glück, Andi Möller als Co-Trainer von Ungarn. Wohlgemerkt, Champions-League-Sieger, Weltmeister, deutscher Meister. Ich weiß nicht, ob er Pokalsieger war. Wir lassen es dabei stehen und schauen auf die Rohstoffliste. Natural Gas und Elbow Gasoline heute am stärksten. Ich sehe aber über die Woche jetzt nichts, was diese Bewegung im Tag zumindest aktuell bestätigt. Palladium hatten wir gestern miteinander darüber gesprochen. Entweder inverse Schulterkopf-Schulterformation über die Stunde oder mögliche Bullenflagge. Erstmal Unterstützung mit der 20-Tage-Linie plus 1%, Platin plus 0,6, Gold plus 0,6, Crude Brent weitestgehend unverändert, Silber minus 0,13 und, nee, Kupfer minus 0,13 und Silber minus 0,19%. Dann der Blick auf Gold. Das ist der Grund, warum ich nicht gerne durch die 200-Tage-Linie trade. Zumal wir hier ja gesagt hatten, vielleicht sind wir auch hier in einem Trendkanal. Diese Trendlinie wird mittlerweile bestätigt. Insofern machen wir sie so, wie sie sich gehört. Und sehen jetzt eine erste Unterstützung hier bereits im Bereich der 1165, wenn wir uns das hier im Stundenchart anschauen. Hier in diesem Bereich ist auch die 200-Stunden-Linie, es ist eine horizontale Unterstützung. Das könnte hier eine Bullenflagge sein, wenn sie bullisch aufgelöst werden sollte. Kann der Goldpreis hier auf der falschen Seite dieser Keilformation in Richtung 1190, 1200 laufen? Wir haben aber, ja doch, jetzt doch keine Verkaufsformation in der Stochastik. Na, vor ein paar Stunden sah es schon so nach einer Verkaufsformation aus. Okay, der Markt kann hier hinlaufen, läuft aber in Widerstände. Obere Begrenzung des Trendkanals, falsche Seite der Keilformation. Vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht gerade viel Platz, um so etwas über den Tageschart zu traden. Dann hätte Gold für den Fall eines größeren Pullbacks, für den Fall, dass wir jetzt nicht hier durch diesen Trendkanal nach oben ausbrechen, um an die obere Begrenzung dieser großen bullischen Trendumkehr-Keilformation ranzulaufen. Also falls er das nicht machen kann, was ich im Moment auch eher weniger präferieren würde, dann hätten wir erste Unterstützung hier im Bereich der 20-Tage-Linie, die aktuell bei 1,49 ist und weiter steigt. Dazu horizontale Unterstützung sieht man hier über den Stundenchart. Hier in diesem Bereich kann man ein bisschen runterschieben. Hier Widerstand, dann Unterstützung im Bereich von 53 wäre eine erste Unterstützungszone. Ich weiß nicht, ob der hier hinkommt. Für mich aber deutlich interessanter wäre die Zone um die 35, 40, 20-Wochen-Linie, diese aufsteigende Trendlinie, um dann noch einmal hier in Richtung 1190 möglicherweise dann sogar an die rote Linie ranzulaufen. Warten wir es ab und schauen, ob er uns das hier gibt, Unterstützung findet oder das hier gibt. Das hier, mich persönlich, ja, es sieht aus wie ein Pullback, aber aufgrund der Widerstände, in die wir reinlaufen, wäre es für mich jetzt nicht interessant, das auf der bullischen Seite zu traden. Präferiere jetzt aktuell trotzdem erstmal noch ein bisschen hoch, bevor es dann möglicherweise diese Pullback-Bewegung gibt. Silber, gleicher Schnack, auch da hatte ich Ihnen gesagt, Leute, ich würde hier nicht gerne durch die 200-Tage-Linie durchtraden. Wir haben hier nach wie vor keine Verkaufsformation in der Stochastik. Befinden uns hier jetzt also horizontal, Widerstandsmarke bei 16,24. Für den Fall eines Pullbacks hier in Richtung 15,44, 15,33 ist eine größere Unterstützung. Von hier hätte dann wiederum Silberpotenzial, eine bullische Bewegung in Richtung 200-Tage-Linie zu machen und möglicherweise eine Fortsetzung. Ergibt sich jetzt kurzfristig ebenfalls für mich keine Handlungskonsequenz. Ich glaube,
Ja, GDX hat jetzt tatsächlich eine Verkaufsformation über den Tageschart generiert. Wie hat denn gesagt, der Markt sieht sehr stark aus, der hat aber eine 30% Bewegung gemacht. In den letzten 3 Jahren war das Maximum, was wir an bullischer Bewegung gesehen haben, 40%, ansonsten 25 bis 30. Dann hat der Markt schon Widerstand gefunden. Wir haben eine trendbegrenzende Linie und wir haben über die Woche eine große horizontale Widerstandszone, Unterstützung bärisch aufgelöst worden. Da sind wir rangelaufen und deswegen nach meinem Dafürhalten auch hier keine interessante Zone, um durch diese horizontale Widerstandszone, durch die trendbegrenzende Linie, durch die 200-Tage-Linie zu traden. Entweder Pullback hier, kleiner Doppelboden, hier an die Nackenlinie in Richtung 14,50, von hier aus wieder interessant daran, möglicherweise darüber hinaus. Ansonsten, mir wäre es ja lieber, ich hätte Unrecht. Und die Goldminenbullen schießen hier durch die ganze Widerstandszone. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wieder in diese Zone irgendwann mal in einigen Wochen zurückkommen und dann eine hohe Wahrscheinlichkeit haben und viel Unterstützung haben, um das von hier aus zu traden, ist groß und das würde mich dann eher interessieren und das lassen wir in aller Ruhe auf uns zukommen. Kurz, knapp, knackig, danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie dran, wir brauchen Risikobewusstsein, denn wir bewegen uns in einem komplett unsicheren Feld. Das Einzige, was sicher ist, ist das Risiko, was wir im Markt haben. Und wenn wir kein Stop-Loss haben, dann haben wir nicht einmal diese Sicherheit. Das endet damit, dass man alle 2 Sekunden aufs Handy guckt und die Kurse kontrolliert und nachts nicht ruhig schläft. Das wollen wir nicht, denn wenn der Abstand zwischen dem Trader und seinem Trade zu klein wird, dann entstehen Emotionen und Emotionen führen dazu, dass man anfängt, dann Tradingfehler zu machen. Dann lieber kleine Position, risikobewusst, mit einem guten Abstand zum Traden, zum Trade selbst und dann ist man in der Regel auch erfolgreicher. Traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Bleibt mir nur noch 2 Sachen. Erstens, heute Abend wieder unser Devisentop für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Forex-Märkten. Morgen gibt es keine Einzelwerteausgabe. Bitte denken Sie dran. Silvio wird für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und morgen Abend schauen wir natürlich wieder auf die Rohstoffe. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen wie immer und natürlich auch wie immer vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie es nicht sind, ich wünsche Ihnen noch viel, 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 viel mehr, dass Sie hoffentlich bald genesen werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader an, doch bitte gewogen.